Gute Laune, trotz 6 Niederlagen am Stück bei den Schwenninger Wild Wings. Daheim in der Helios Arena ging es gegen den ERC Ingolstadt. Die hat nach einer kleinen Oktoberdelle zweimal gewonnen und waren zurück in der Spur, trotz der Hiobsbotschaft des Brian Gibbons wegen einer Beinverletzung bis mindestens Ende der Hauptrunde ausfällt. Hinein ins Spiel und Ingolstadt sofort hellwach. Erster Angriff, erster Abschluss, erster Save. Joachim Eriksson wieder zwischen den Pfosten, stand seinen Mann beim Abschluss von Marco Friedrich, ging sofort in eine Richtung. Der ERC Ingolstadt offensiv stark in dieser Saison. Auf der anderen Seite die Schwenninger Wild Wings, hier mit dem Fehler von Marshall und dann Olip scheitert an Michael Garteig, auch der hellwach von Beginn an. Kenny Olip, 8 Tore hat er vorbereitet, selbst hat er noch nicht getroffen, der fleißige Norweger. Insgesamt aber die größeren Spielanteile bei den Gästen aus Oberbayern. Hier wieder Marco Friedrich, der abfängt und dann geht schnell. Über 2-3 Stationen zum Abschluss. Fabio Wagner, Frederiksdorm. Und wieder Joachim Eriksson, der Sieger in diesem rein skandinavischen Duell. Sehr gut auf den Beinen, bekommt den Push noch in die Gegenrichtung und verhindert den ersten Gegentreffer. Ingolstadt immer wieder gefährlich mit ihrem Vorcheck, weil Schwenningen teilweise auch zu langsam an der Scheibe agierte. Daniel Pieter hier, aber Peter Spornberger. Und das ist einer der positiven Aspekte der Wild Wings, die Schlägerarbeit rund ums eigene Tor. Torlos also nach den ersten 20 Minuten. Seine Mannschaft hier insgesamt mit den größeren Spielanteilen, mit den besseren Chancen und dann auch zu Beginn des zweiten Abschnitts mit Powerplay, mit Bertrand. Gin, Pieter, Bertrand, so einfach geht's. Ingolstadt, keine Übermannschaft im Powerplay, aber der Spielzug überragend. 24. Spielminute, Charles Bertrand muss nur noch abstauben. 4. Saisontreffer, sein 2. in Überzahl und Schwenningen mal wieder zum 8. Mal in der Saison mit 0:1 hin. Versuchten aber gleich wieder zurückzukommen mit Trivelato. Der hatte schon im ersten Durchgang an aussichtsreicher Position liegen lassen. Hier fast noch ein bisschen besser verzielt der Wild Wings Verteidiger. Wir springen ans Ende dieses Drittels. Ingolstadt nochmal mit dem Versuch eines Vorchecks. Schwenningen bekommt die Scheibe nicht raus. Dann kommt Kraus an den Puck, legt auf für Pieter. Das 0:2 Video wurde nochmal bemüht, hier wegen einer eventuellen Torhüterbehinderung. Aber das Tor wurde gut gegeben. Daniel Pieter mit seinem Treffer macht die 700er-Punkte-Marke voll in der deutschen Eishockey-Liga zum 2:0. Für die Gäste. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch rein in die Pause. Die Fans sauer ob der Leistung der Wild Wings. Sollte besser werden. Zumindest hatten sich die Schwenninger das vorgenommen zu Beginn des letzten Abschnitts. Aber dann der Fehler, der Konter und der Treffer. Justin Faeser, 3 Spiele zuvor gesperrt bei seinem Comeback. Gleich erfolgreich, weil er hier dieses Geschenk annimmt, die Seite offen, schneller als Ramage und dann in den Winkel zum 0:3. 4. Saisontreffer für den 30-jährigen Ingolstädter Stürmer. Und dann war die Geschichte gelaufen, kaum noch Gegenwehr von den Wild Wings, obwohl sie sich mühten. Ingolstadt aber mit mehr Zug zum Tor, mit Stachowiak und mit Flake. Auch der durfte nochmal zum 0:4 Endstand. Hier nochmal das, was sich eigentlich die Schwenninger vorgenommen hatten, mit einem Garbage-Goal. Und trotz des Tors von Flake gehörten nur einem Mann die Worte dem 700-Punkte-Mann nach dieser Begegnung. Nee, ist eine schöne Marke. Aber wichtig ist, dass wir heute gewonnen haben, für mich persönlich. Ja, tut's mal gut, auch endlich mal ein Tor geschossen zu haben, aber ja, die Marke hatte ich jetzt nicht so im Blick. No, it's a tough game. Got a few bodies. Thought we came out, competed hard at the beginning. Kind of lost our juice towards the end of the game there. Frust bei den Schwenninger Wild Wings. Der Absturz geht weiter. Ingolstadt
schiebt sich weiter nach oben nach dem dritten Sieg in Serie jetzt auf Platz 3 in der deutschen Eishockeyliga.